Hallo, willkommen, Malika. Heute machen wir ein Unpacking, Unpacking. genau, Ja. weil Weil ich zu Weihnachten von meiner Schwester Schwester, in aus Klammer Norwegen, Halbschwester, ja, aus Norwegen, habt ihr was eine. geschenkt bekommen? Eine Wie heißt die? Instax Instax Mini Mini 9 9. von Fuji. Was ist das? Eine Kamera. Eine Sofortbildkamera. Etwas ganz super Vintage eigentlich. Wobei toll und neu modern aufgearbeitet. Da sind sogar zwei Filme, hat sie dir dazu mitgeschickt. Und deine Nichte, oder? Ist das die Nichte, die Lea? Die Lea ist deine Nichte. Ja. Und die hat schon den zweiten Film jetzt in Verwendung. Also die ist schon fleißig am Fotobuddeln. Mach einmal auf das Teil. Ich bin ganz gespannt, wie das Ganze ausschaut und vor allem, wie es dann funktioniert. Machst dann ein Foto von dir selber, so ein Selfie damit? Das darf man dann entwickeln und herzeigen. Außer du kriegst es aus der Schachtel nicht raus. Ja, jetzt musst du 4er ziehen. Jetzt Ja, kannst du ich es nach hab's oben nicht wechseln. Ja, geschafft. darum habe ich dir ja geholfen. Lass dir helfen, du. Nein. Kalbi, du. So. Ich bin keine Kuh. Nein, Kalb. Ich bin auch kein Oh Kalb. ja, ein Nein. Hirschkalb. So, was ist das für ein Zettel, was wir lesen? Aha, der ist wieder in Japanisch. Gut. Ich ist ja schon wieder. Ah ja, stimmt, beim Das war letzten ja was Mal war Chinesisch. ja. Ja. Na gut. Da steht nur drauf, wir sollen vorsichtig sein und nichts kaputt machen. Ich will jetzt echt nicht lästern, aber war es nicht einfach, du das da schwer nehmen für sowas. Ich will das. Okay. Plastik zerreißen, zerfleischen. Du Plastiktiger, du. Was ist das eigentlich? Weiß ich nicht. Ein Seil. Ein Seil. Ah, das ist um die Kamera, also um die Hand. Dass dann die Kamera nicht so leicht runterfällt, wenn man einen Salto macht. Wisst ihr zwar niemand, der einen Salto damit macht, aber vielleicht. Nein, es ist, dass wenn man die Kamera auslässt, dass sie nicht gleich auf den Dass er nicht am Boden Boden fliegt. anschlägt. Da gibt man den Mist daher, den trage ich nachher weg. Sag her. Naja, das ist für den Hals ist nicht groß genug. Aber für die Hand ist groß genug. Die Hand ist Wobei nicht als reines so groß. Armbandl ist es auch wieder zu groß, ne? Oder ist das für den Schauen. Finger? Schauen wir mal, ob man den. Nein, den Kopf kriegen wir da nicht durch. Der Fuß, den kriegt man da durch. Ja, genau. Ich habe ein neues Fußband. Yeah! Das ist aber zu groß, das kann man fast drauf tun. Schau, das ist eher Knieband. So, gut. Außer mein Fuß da. Mach das nächste drum auf. Zeig her, was da noch alles dabei ist. Bin ich auch gespannt. Noch was. Da schau her. Wozu dies? Plastikmist von mir. Oh, das ist eine Linse. Du musst vorsichtig aufpassen, nicht antatschen. Das ist eine Linse. Wahrscheinlich ein Weitwinkelobjektiv. Schaut recht weit aus, gell? Der Winkel dann. Ich bin voll nah bei dir. Ja. Ah, das ist ein Weitwinkel. Das ist eindeutiger Weitwinkel. Na cool. Okay, Linsen haben wir schon dazu. Jetzt tun wir die Kamera aus. Oder? Ist da noch alles drinnen? Und da sind noch viele Sachen drin. Batterien sind noch drinnen. Eine Anleitung bedienen. Batterie. Ja, eine Anleitung bedienen. Die brauchst du nicht, die lese ich. Wir brauchen aber die Deutsche. Hey, schau, und das kannst du da irgendwo hinpicken. Die Auch so ein Stirn. Pickel zum aufs Hirn picken. Haben wir nicht schon mal irgendwas ein Pickel gehabt? In Chinesisch gibt es das auch. Haben wir nicht schon mal so Ja. ein Pickel gehabt? Ja. Das bei der GoPro haben wir das gehabt. Warum haben wir das Ja. Pickel dann nicht da? Das hast du, glaube ich, weggeschmissen. Na, sicher nicht. Das haben wir sicher irgendwo aufgehoben. Ach Irgendwo so, halt. ja. Das Einzige, an was ich mich noch erinnern kann, ist bei der GoPro das Dings. Das Dings, ne? Das kann ich mir, das Dings kann ich mir auch noch gut erinnern. Ne? Das mit der Schildkröte Ah, drauf, ja, genau. das Gut. ich mir dann auf die Stirn geklebt habe. So, jetzt pack auf da das drum. Ich bin schon ganz genervlos. Ich bin schon Nervos? gern, ja, voll nervioso. Mafioso, nervioso. Bist du blödo. Grado, Da ist blado. ein Spiel drin. Ja, damit man sieht, wenn man sich selber fotografiert, was da drinnen ist. Bedienungsanleitung lesen ist nicht so unseres, oder? Nein, da gehört der Film wahrscheinlich rein. Das ist der, was da drinnen ist. Ich mag auch machen. Da ist ein Dings zum Aufreißen. Gut gemacht. Gib mir das. Dankeschön. Muss man Bitte nur noch schön. den Rest aufbekommen. Ist auch nicht mehr viel.
genau. So, jetzt gerade die Kassetten mit. Warte mal, warte. Don't touch. Bin ich. Bitte. So, halten Sie hier beiden Seiten der Filmpackung richtig in der gelben Markierung an der Kamera. So. Da, gelbe Markierung. Gelbe Markierung. Ist gelbe Markierung. Eindrucken. Grad. Grad. Das bekommt man da nicht rein. Doch. Alter Schwede. So. Upsi. Aber die Batterie sollte man rein tun, oder? Wo kommt denn die rein? Wie kommst du denn auf diese Idee, dass man. Wo kommt die Batterie hin? Da oben, schau. Ui, aufschneiden. Schneidest du auf da. Muss mal schauen, wo die eigentlich hin kann. Nirgends dran. Doch, da vorne. Meinst du? Ah ja. Tatsächlich. Das ist ja cool. Wie kriegen wir jetzt wieder runter? Ah, so einfach, okay. Das geht ja einfach runter. Da ist nichts zum Draufdrücken. Schmeißt die Batterien runter. Nicht oben schmeißen. Doch, oben schmeißen. Gut, dass Batterien von oben vorher nicht hinwerden können. Komm, gib her, ich weiß eine. Auf der untere gehört so einer. Mit dem Stimpfel auf der Seite, glaube ich. Ja. Und die obere verkehrt. Mit dem Stimpfel auf der Seite. Das heißt, die Seiten zuerst eine tun. Ja, und dann die eine. Zack. So, und jetzt müssen wir da den Deckel wieder drauf tun. In der falsche Richtung. So gehört der nämlich da drauf. So. Ich habe gedacht, dass wir eine Chipkarte brauchen und habe schon ein Chipkarten-Set mitgenommen. Ja, das ist aber lieb von dir, sehr, sehr clever. Aber ich weiß jetzt nichts, mehr Knopf drauf zum Fotografieren. Doch. Hier. Drücken Sie die Ein-Aus-Taste, das ist die Ein-Aus-Taste zum Ein- und Ausschalten. Drück einmal drauf. Da ist aber jetzt gesprungen. Und jetzt schauen wir hinten durch. Ah, da ist ein rotes Licht. So, wenn Sie den Auslöcker drücken, wird ein Filmabdeckung schwarz ausgeschoben und das Bildlaufwerk. Was steht denn hier hinten? Sollte jetzt S stehen, oder? Hinten was? Am Bildlaufwerk. Sollte S zu lesen. Da ist S. Und wenn ich jetzt fotografiere, ich fotografiere die jetzt, da oben, gell? Muss man da drucken? Ja. Ist ja komplett. Gut, schaut. Warte. Sehe ich nichts. Sehe ich nur weniger. Herrst, da sieht man ja nicht durch. Doch. Da schau her. Da schau her. Na, tu die Hände normal nicht so weg da. Komm, setz dich nochmal hin. Machen wir mal ein Selfie. Du lächeln. Smile. Oder auch nicht. Ich smile mit. Oder Fendi. Hey, schaut, ja, dazu ist der Spiegel da. Dass man ein Selfie machen kann, weil da sieht man sich da im Spiegel drinnen. Ja. Gern. Und wahrscheinlich blitzt es, wenn es dunkel ist. Schau her mal, machen wir da so ein. Autsch. Schaut euch das an. Da kommt was raus. Da. Jetzt musst du warten. Jetzt musst du warten. Genau. So wachen. Du schütteln. Du wachen. Ich schau mal. Ich wusste nicht, dass das so eine Kamera ist. Jetzt könnte man wieder fotografieren, aber was, worauf müssen wir warten? Hä? Also, da wird eher erklärt, wie man fotografiert. Film. Was? This is not the film. Was? This is not a film. A film. Du meinst, dass das noch gar kein Foto ist? Das, schau, was da steht. This is not a film. Und dann noch in Chinesisch dabei. Mhm. Okay, dann müssen wir noch eins machen. Probieren wir noch eins aus. Also, wo bist du jetzt? Ich sehe dich gar nicht. Ist der Spiegel weg? Nein. Ah, da ist da der Spiegel. Schau, wie du da oben schaut. Was ich auch. Das ist ein Plätzchen. So, nochmal. So, und jetzt kommt was raus. Ist das jetzt ein Film? Ja. Woher warst du denn das? Ja, weil das da schwarz ist und nicht so klein wie hier. Ah, okay, das ist quasi die Optikmasken, die sie jetzt einmal rausgeschoben haben. Bin aber jetzt gespannt, wie das ausschaut. Das ist aber ein cooles Geschenk, oder? Ich meine, das ist wirklich grenzgenial. Da müssen wir dann gleich schauen, wo wir die Filme noch kaufen können.
Ich sehe da nichts. Ob man die nachkaufen kann. Wahrscheinlich ist das nichts. Das ist hier. Oder es kommt das Bild hinten. Wie lange braucht das Bild, bis es sich entwickelt? Ah, das ist, deswegen habe ich das so schlecht lesen können. Es steht Spanisch da. Da ist irgendwo ein Deutsch, aber auch. Da ist Deutsch, ja. Da tut mir schon viel leichter beim Verstehen. Aber wie lange dauert das? Vorsicht. Eine halbe Stunde? Ja, ist eine gute Frage. Das steht da gar nicht. Bla 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 bla. Man kann Hoch- und Querformat fotografieren. Nein, nein, nicht. Auf der Rückseite! Hinten ist das Bild. Schau, da kommt ich nichts. Ich sehe so. Aber das ist jetzt von der Bildqualität her ungefähr so, wie ich es in Erinnerung habe aus meiner Jugend. Wie jung war es das gegeben? Ein bisschen größer. Das waren nicht dann solche Fotos. Aber ungefähr die gleiche Bildqualität. Oder es wird noch besser. Es kann natürlich sein, dass es noch besser wird. Halt einmal ruhig. Lass mal schauen. Ich glaube nicht, dass man das wacheln muss. Doch. Ich glaube nicht. Das steht nämlich da nirgendwo. Ich will aber. Du willst das wacheln. Na, schau mal. Na, hallo? Das schaut genauso aus wie früher, die Fotos. Früher waren sie oft einmal ein bisschen rot oder gelbstichig. Die sind jetzt blaustichig, aber das liegt vielleicht am Licht da drinnen. Wobei, blitzt hat uns ja. Na, sehr cool. Da kannst du jetzt mit dir und mit den Katzen ganz tolle Selfies machen. Oder fotografieren, aber du kannst ja auch richtig fotografieren damit, ne? Wenn man das so nimmt. Schaut so toll aus. Allerdings ist es ein bisschen unpraktisch, weil wenn du jetzt im Querformat fotografieren willst, musst du das eigentlich verkehrt nehmen. Ja? Und da sieht man gar nichts durch. Oh ja, doch, schau. Da hält man dann den Daumen vor dem Licht, also das auch schaust. So tut man im Querformat quasi fotografieren, von oben. Ja? Wenn du das von hinten fotografierst. Und da kannst, er hat zwar einen automatischen Sensor, aber du kannst da einstellen, ob du draußen bist, da, indem du den Ring drehst. Schau her, den kann man drehen. Okay. Ich mach die Ruby-Fotografieren. Na dann geh die Ruby fotografieren und wir haben noch ein Foto, das wir herzeigen können. Echt, das wird aber noch immer besser. Das ist nicht schlecht, gar nicht so schlecht von der Qualität her. Cool. Das kann man dann so eine Pinnwand machen. Haben wir keine, müssen wir machen, eine Pinnwand. Schatz? Ja? Du brauchst eine Pinnwand, damit du diese Fotos dann aufhängen kannst. Magst du eine magnetisch oder magst du eine mit Kork und mit Nadeln? Ist mir egal. Na, das mit Nadeln machst du dann immer Löcher in die Bilder rein. Wenn's lieber, ist glaube ich gescheiter Magnete. Da kriegen wir eh so eine 100er Packung kleine Magnete, kriegen wir eh ganz günstig. Weil diese großen Magnete sind eine Scheiße, die brauchen mehr Platz als mit diese Fotos. Aber total klar sind die. Ich habe jetzt nur die Finny gefunden. Okay. Die Ruby war erfressen zuerst. Ja, ist sie. Schau, das ist noch besser geworden von der Farbe her. Das ist aber noch dunkel. Die werden mit der Zeit besser, die Bilder. Ah ja. Ich glaube, du musst das nur mit der weißen Seite nach oben irgendwo hinlegen, damit es quasi ein Licht kriegt, damit es sich entwickeln kann. Ich glaube, das braucht Licht, um sich zu entwickeln. Ja. So, magst du noch ein paar Fotos machen oder machen wir schon einen Abschluss vom Video? Ja, nein, wir brauchen noch ein paar Fotos. Ja, es braucht Licht. Es braucht Licht, genau. Schaut, jetzt seht ihr langsam. Wird du musst es weiter weggehen wahrscheinlich. Das ist zu nah, glaube ich. Hast du im Querformat fotografiert oder im Hochformat? Querformat, glaube ich. Okay. Ja, dann gehen wir schnell die Ruby suchen, damit wir ein letztes Foto haben. Ja, ist Querformat. Dann haben wir noch zwei, drei Fotos, die können wir herzeigen und dann können wir einen Schluss für das Video machen. Das finde ich cool. Da ist die Maus! Ich habe sie gefunden. Ja? Hinten drin ist sie. Na dann. Raus her und fotografiere eines, blitzt ey. Gerade jetzt schaut es in die falsche Richtung da. Na, magst du gerne eins machen? Ja. Maus. Ruby. Druck. Druck. Ich drück. Ja, aber nicht auf der richtigen Stelle. Doch. Na dann. Ja. Hat kein Ding mehr. Jetzt hat sie das ausgeschalten. Komm.
Cool. So, ja. So, alles dann, sagt die Rose dann zu Peppi dann. Na, das Foto ist leider schief gegangen. Schau, da hat es gerade wirklich gerade im richtigen Moment weggeschaut. Gut, leider. Aber das ist also 10 Fotos hast du in Summe. Das heißt, 4 hast du jetzt gemacht, 6 sind noch da drinnen, ja? Musst du wirklich jedes Foto überlegen? 3 habe ich gemacht, Papa. 1, 2, 3, 4. Ach so, welches ist das? Das wird gerade von der Fini, ja, das kann man von der Ruby. So. Kann man da drüben noch herlegen, damit es ein bisschen schneller geht. Siehst du, wenn es in Luftzug geht, geht es wirklich schneller. Ah, da hat sie gerade hergeschaut, bei dem hat sie gerade hergeschaut. Ja, genau. So, jetzt zeigst du noch die 3 fertigen Fotos her. Die darf man noch dann vielleicht sogar fotografieren. Hm? Holst du schnell ein Handy, damit wir sie fotografieren können? Ich hole mein Handy. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Kamera ist. Ich lasse das hier gerade. Das Bild wird gerade und das. So, komm, leg her. Das ist eine Chance, aber ich fotografiere es trotzdem. So, nur eins. Das ist noch nicht ganz fertig. Ja. Da brauchen wir ein bisschen. Mal schauen, wie sie da schön. Lass mich die jetzt einmal fotografieren, die 3 da. Eins. Cool, oder? Das ist echt ein geiles Geschenk, finde ich. Mhm. Da hat die Eva da wirklich was Tolles geschenkt. Deine Schwester Herzi. Das finde ich ganz toll von ihr. Geile Idee. Da hast du noch einen Film übrig, gell? Und das ist die Linsen für das mit dem Weitwinkel. Schauen wir mal, wie schaut es aus? Braucht noch nichts ins Licht. Braucht einfach noch ein bisschen. Das ist mir ein Pobidl. Lustig. Was da erwischt haben. Die uns grau wäre, gell? Schaut es nicht auszuschalten. So schaut man es aus. Sollte man vielleicht noch zeigen. Schau her. So tut man es einschalten, da unten drauf drücken. Zack, dann fährt das Wasser. Wenn man sie ausschalten will, muss man nur davor das Ganze wieder versenken. Wie testen du das jetzt einschätzen, diese Kamera, so als Qualität? Ist das top oder ist das ein Flop? So wie die Mini-Tester es sagen, ist das cool oder ist es nicht cool? Es nennt sich Hot oder Schrott. Genau, ist es Hot oder ist es Schrott? Mittel. Echt, wieso? Also ich finde es schon echt cool, aber ich finde es auch cool. Ich finde es kein Schrott, ich finde es echt cool. Ein cooles Feature. Toy. Das ist genauso blau. Ja, es wird es erst. Lass es liegen. Siehst du? Schau, wie schön die Farbe da geworden ist von unserem Foto. Ja? Und sogar das Foto von der Ruby hat jetzt so nach 3 Minuten noch um einiges dazu gewonnen. Ja? So, wir müssen jetzt dann noch ein kleines Abschluss. Sie schauen so traurig aus. Video machen. Sie schaut so traurig aus. Schau, sie ist ja schon wieder da. Hörst du das? Ja, sie ist schon wieder drin. Schau, wie schön das jetzt sogar noch geworden ist. Das einzige da ist wirklich zu wenig Licht, das war ja zu dunkel. Aber ich glaube, dass das wird auch noch genauso wie das. Aber Fazit ist, in Wahrheit, alle diese Kameras, genauso wie die GoPro, funktionieren dann gut, wenn viel Licht ist. Komm, jetzt machen wir noch einen schönen Abschluss. Also, das ist mein Lieblingsfoto. Weil ich auch oben bin, mit dir gemeinsam. Hm. Ich finde, das ist gut geworden. Das ist auch gut geworden, ja. Aber wobei, das ist eigentlich auch gut geworden. Nur die hat es gerade weggeschaut. Aber ansonsten ist es gut. Das wird gerade ein bisschen heller, das da. Und das auch. Das wird erst. Das ist noch in Entwicklungsphase. Das geht noch. Na gut, also, wenn euch die Videos gefallen haben, oder wenn euch das Video wieder gefallen hat, ein Daumen hoch und da unten ist der...
Abonnier-Button. Na, der ist da drüben unten. Okay. Und die Klingel nicht vergessen. Das ist natürlich auch nicht deppert, wenn die Klingel auch. Weil dann wisst ihr immer gleich, wenn ein neues Video rauskommt. So wie das. Das kommt jetzt raus, ne? Bald, hoffentlich. Ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Hm? Ob ich das Video machen soll mit der App. Achso, das muss man noch überlegen. Das werden wir dann eh sehen. Ihr werdet es auch sehen. Also dann, hasta la vista. Baba. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.